Das Gewandhaus in der ostdeutschen Stadt Leipzig. Zum Jubiläumsjahr von Felix Mendelssohn Bartholdy spielt das Gewandhausorchester eine Rarität, das unvollendete Klavierkonzert E-Moll. Am Klavier der Italiener Roberto Proceda. In Leipzig verbrachte Felix Mendelssohn Bartholdy seine letzten Lebensjahre. Pianist Roberto Proceda hat sich intensiv mit dem deutschen Komponisten beschäftigt. An diesem Stehpult hat er seine Musik geschrieben. Es ist interessant, dass er nicht am Schreibtisch sitzend, sondern vor allem stehend komponiert hat. Er glaubte, dass er stehend bessere musikalische Ideen und mehr Inspiration bekäme. Von Mendelssohn Bartholdys Klavierkonzert E-Moll gab es nur zwei fertige Sätze. Die Komposition lag viele Jahre unentdeckt in einer Universitätsbibliothek im britischen Oxford. Roberto Proceda hat es von einem Landsmann zu Ende komponieren lassen und im Jahr 2007 uraufgeführt. Diese Partituren waren eine so bedeutende Entdeckung und ich bin so dankbar, dass der Komponist und Dirigent Marcello Bufalini das unfertige Werk so genau studiert hat. Er hat es geschafft, in Mendelssohns Stil zu bleiben. Und ich freue mich sehr, dass dieses Konzert nun zum allgemeinen Konzertrepertoire gehört. Gerade ist Roberto Procedas Mendelssohn-CD Lieder ohne Worte erschienen, mit 8 neu entdeckten Stücken. Damit profiliert sich der 33-jährige Pianist weiterhin als Experte für die Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ich habe einige der Lieder ohne Worte erstmals im Alter von 10 Jahren gespielt. Dabei hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass das meine Musik ist. Gerade wegen dieser liedhaften Melodiebögen in seiner Musik. Diese Melodien sind einfach und zugleich tiefgründig und sehr lyrisch. So wie der Italiener Riccardo Chailly arbeitete auch Felix Mendelssohn Bartholdy als Dirigent im Leipziger Gewandhaus. Man kann nicht leben ohne Mendelssohn, ist ganz klar. Und wenn man denkt, was bedeutet Mendelssohn in Leipzig und die Verbindung zum Bach-Musik zum Beispiel, man versteht diese Zentralfigur von dem frühdeutschen Romantizismus, ist absolut unvermissbar für alles von uns. Das rekonstruierte Klavierkonzert E-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy, aufgeführt in seinem Gewandhaus. Im Sommer erscheint ein Live-Mitschnitt dieses besonderen Konzertes auf CD.